So, da bin ich doch schon wieder. Eine wichtige Frage, die wir uns stellen müssen, ist das ein Krakenslayer oder ein Galeforce-Game? Das ist immer so eine Sache, die ich nicht ganz weiß bei Twitch. Ich glaube, die haben eine Menge Poke mit Xayah und Lulu, oder? Jetzt schauen wir mal hier. Ah, oh, das wird schwer, das Game. Da habe ich echt ein schlechtes Gefühl hier. Danke an Nuja, Deiner Wallis und Sensei Kakashi. Vielen lieben Dank. Ich glaube, das ist ein Galeforce-Game, oder? Weiß es aber nicht. Ja, du sagst auch Galeforce, ja. Ich denke, das ist schwer. Das ist actually ein schweres Twitch-Game, ausnahmsweise mal. Das letzte von Loot for the Belt. Oh, das ist immer sehr cool. Wann ist das? Das ist jetzt dann irgendwann wieder, ne? AP, nee, das ist AD-Twitch auf jeden Fall, das Game hier. Weil wir haben schon zwei AP-Champions, weißt du? Das macht keinen Sinn, hier AD-Twitch zu gehen. AP, sorry. Das wird sehr schwer, auch die Lane wird sehr schwer, ja. Wir müssen schauen, dass wir irgendwie an Farm rankommen. Und dann später mit dem Dings All-In. Läuft gerade. Oh, ups. Gut, das erinnert jetzt nichts an dem, was ich hier mache, ne, aber. Brauchst du Netflix? Ja. Schau Netflix. Kannst du bitte nicht den Minion nehmen, den ich erreichen könnte? Danke dir. Sehr, sehr gut von ihm angehittet. Respekt. Lehnwitz. Wir lassen ihn einfach permanent pushen und versuchen zu überleben. Nehme ich an hier. Ja, der Cassante mit dem Solo-Bolo um. Ja, sehr, sehr gutes Anhitten hier von meinem Supporter. Fällt mir. Kannst du so kurz erklären, wie das mit dem MMR-Reset zur neuen Season ausgeht? Ja, es gibt keinen. Oder was meinst du? Es gibt keinen MMR-Reset. Lol. Was? Warum? Weil ein kompletter MMR-Reset einfach keinen Sinn macht. Das ist immer so eine Sache. Die schlechtesten Spieler wünschen sich immer einen MMR-Reset. Und das sind aber die einzigen, die sich einen MMR-Reset wünschen. Und alle anderen wollen keinen MMR-Reset. Also einen vollen, ne? Du möchtest natürlich, dass die Leute wieder näher aneinander gezogen werden. Aber du möchtest also nicht ernsthaft, dass ein Challenger-Spieler gegen einen Iron-Spieler spielt. Das will keiner. Das macht keinem Spaß. Das ist absolutes Desaster. Das heißt, es gibt sogenannte Soft-Resets. Das bedeutet, dass du alle werden ein bisschen wieder näher aneinander gezogen. Und manche Leute verlieren halt mal zwei Ligen und andere Leute gewinnen halt mal zwei Ligen und so. Warum habe ich keinen Noon-Quiver gekauft? Ich pfeife. Was ist das? Oh mein Gott. Oh! Nein! Mal hier nach unten. Ja, die Frucht, ne? Ich weiß nicht, ob das da oben gut ist. Das kann eigentlich nicht gut sein. Ein bisschen sehr deep. Ich meine, ja, ein Soft Reset. Ne, der kommt ja erst in der neuen Season. In der Preseason passiert erstmal gar nichts.
Also da wird dann der neue Patch aufgespielt und dann kannst du den neuen Patch kennenlernen und dann werden die Veränderungen gezeigt. Noch nicht alles, ne, aber ein Großteil. Und dann schauen sie, wie das Balancing ist, gucken sich die Sachen an. Und dann in der neuen Season kommt dann der sogenannte Soft Reset. Während der alten Season, ne, kannst du tatsächlich auch noch Plus und Minus machen. Das geht. Oh, Entschuldigung. Also dieser Nautilus ist wild. Also der ist wirklich der Vogelwild, der Kerl. So, dann gehen wir einmal kurz back to base. Ist das nicht gleich scheiße wie jetzt? Ne, du verlierst, ich glaube am obersten Ende wird am meisten abgeschöpft praktisch. Die werden am meisten runtergezogen, sodass alle wieder Master sind ungefähr. Oder Diamond 1 MMR. Also die höchsten werden am meisten runtergezogen. So. Das ist eigentlich aus dem Baum im Garten geworden. Wie Baum im Garten? Ich weiß nicht, was meinst du? Weißt du, der gefällt wurde? Oder was meinst du? Dragon Rage! Vielen lieben Dank auch da. Willkommen. Ich bin actually sackschwach. Also, ich bin richtig schwach in dem Game, leider. Schade, dass ich die Lulu nicht auch noch expunged habe hier. Das war. Ja, links müssen. Ich hoffe, es reicht. Das war schlecht von mir gespielt. Ich dachte, wir haben die Kills sicher und habe deswegen nicht geklänzt bisher. Weil ich dachte, okay, gar kein Problem. Wir sind auf jeden Fall fein hier. Und ich habe nicht gemerkt, dass die Dings runtergeroamt ist. Na, da habe ich nicht aufgepasst drauf. Da war eigentlich sauber. Ja, der pusht unten. Das heißt, ich bin wieder Richtung Mitte unterwegs, ja? Diese Season wurde doch fast nicht reset. Diese Season war ein sehr softer Reset, ja. Obwohl sie gesagt haben, sie wollen ein bisschen härteren machen. Aber, also, ich weiß, dass das vielen Leuten nicht schmeckt, aber würdet ihr denn gerne einen Hard- oder einen Soft-Reset? Ich meine, wir können einfach mal fragen in die Runde hier. Was hättet ihr lieber? Hättet ihr lieber einen Hard- oder einen Soft-Reset? Also, ein Reset, wo alle praktisch in Silber wieder starten, cleane Weste, ganz von neu. Oder einen Soft-Reset, wo alle halt nur zwei, drei Ligen runtergestuft werden. Und manche halt auch nach oben zum Beispiel. Ne? Wenn sie dann in Bronze oder so sind, dann wird ihre MMR leicht erhöht zum Beispiel. Ja, dann noch kein Blade. Wir sollten kurz chillen. Twitch ist der beste Champ im gottverdammten Game gerade. Jetzt zurück. Sneaky, sneaky. Ist sehr, 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 sehr schade, Mann. Die vierte leider, die wird auch rauskommen, ne? Super duper, Max Ranger. Können, wenn sie wollen, theoretisch den ganzen Pop. Ja, nehmen sie auch. Scheiße, Mann. Der Toplane ist ein bisschen ein mittleres Desaster. Ansonsten läuft das Game sehr, sehr gut.
Vielleicht kann ich zumindest verhindern, dass der den zweiten Charge bekommt. Oh, wahrscheinlich eher nicht, ne? Den nächsten hier noch pushen? Wir haben den Drake nicht genommen, ne? Warum haben wir den Drake nicht genommen? Gegen Cassandra werden wir hier oben nicht so viel machen, leider. Wir können schnell die Wave nehmen und dann können wir einmal rüber rotieren. Wieder. Wir haben den Drake auch noch bekommen, ey, das ist really bad. Wir können nicht, der Cassandra ist um. Müssen mit rein rotieren. Kennt. Wir können Little den Cassandra, was sollen wir machen gegen den? Ein böser Anschauer ist. Ja, die sind alle unten jetzt. Ja, schauen wir mal, ob wir auf der Turret hier pushen können. Wäre bloß wichtig zu verhindern, dass der Cassandra den Tier 2 jetzt auch noch bekommt, weil der kann sonst, ne? Ich hätte näher dranbleiben müssen. Ja, was machen wir denn hier mit unserem Kollegen? Oh Gott. Weiß nicht so recht. Na, ich hab den Sidestep. Also, wenn ihr da den Kill bekommen möchtet auf die Ahri, dann müsst ihr praktisch die Sidesteps wesentlich kleiner halten. Ich habe sehr große Sidesteps gebraucht, um zu dodgen, da, was bad war von mir. Ja, das war nach unten. Das wäre der Surface-Set, die Hidden-Elo oder der physische Rang der Ausgangspunkt? Die MMR. Also deine Elo im Hintergrund ist der Ausgangspunkt. MMR ist es. Aber der arme Chugger, der wird über die gesamte Map gescheucht. Und der ist so am Enden und so useless und so traurig. Kann der mal einen in den Arm nehmen, Tut mir richtig leid, der Kerl. Also so ein schlechtes Game. Auch so turbo bad, Die hat wieder Ult jetzt. Sick vom Silas, meine Güte. Also. Okay, das war 2 für 1, aber ich habe ein dickes Shutdown gekriegt. Also, ich würde sogar sagen, das war worth für uns. Also, so ein dickes Shutdown bekommen für die Ahri da. Okay. Wie viel Marks hat eigentlich die Kindle? Die fühlt sich wahnsinnig stark an. Ja, das ist das große Problem, dass der Cassandra so gefeedet ist. Ich weiß jetzt, kann ich Galeforce trotzdem gehen? Ja, ne? Ist schon fein. Ich glaube, das Game steht insgesamt sehr auf Loose, auch wenn ich extrem gefeedet bin. Ich hab den gebraucht. Ein Hit hätten wir noch gebraucht, ja.
Aber wenn wir später ein, zwei gute Kombos finden, dann kann das schon werden, ne? Denk mal. Jetzt haben gleich unsere Gale Force ready. Wisst ihr, ob die... Hat die Xayah unten geultet gehabt? Ja, ne? Kindred hat auf jeden Fall geultet, das weiß ich. Ja, sehr gut. Das war extrem gut für mich, ja. Wäre noch besser gewesen, wenn ich den anderen Kill auch noch bekommen hätte, aber hey, we take it. Nicht diven bitte, die Ahri holen uns sonst. Und der Sugar ist schon wieder tot und verliert den nächsten Kill zweiter. Okay. Was würdet ihr denn als nächstes bauen in dem Game? Ich bin da sehr unsicher. Ey, dieser Sugar, mein Gott, kannst du aufhören zu inteln? Das ist ja kriminell, Ich geh einfach Lord Dominix und geh so Hypercarry-mäßig rein, Lord Dominix und dann Infinity und dann vielleicht Hurricane oder so als letztes vielleicht. 1-6, ja, 1-6 ist ja nicht einmal das Schlimmste. Der hat 4 Turrets schon verloren. Der macht das ganze Game unplayable, der Kerl. Meine Güte. Man, jeder kann mal ein schlechtes Game haben, aber ist das noch ein schlechtes Game? Okay. Ich habe versucht, ihre Ult zu forcen und das haben wir geschafft. Ja, wo kommt der her? Ich glaube, wo kam der denn her? Hä? Ich bin dort. Ist ihn doch, Junge, ist ihn doch! Was machst du denn, du nutzloses Stück? Oh, Cho'Gath, bitte! Sei doch nicht ganz so kacke! Kann der von den Raptoren? Aber der kann doch nicht über Wände hüpfen, oder doch? Der kann doch nicht über Wände hüpfen, no? Ich dachte, der kann nicht über Wände hüpfen. Nur in seiner All-Out-Form kann der über Wände hüpfen, oder bin ich jetzt blöd? Jetzt aber. Das ist doch nicht wahr, oder? Wir haben die Kissante nicht gekillt. Der war ult. Ne, der war nicht in der Ult. Der war nicht in der Ult. Der hat mich geultet hier. Der hatte nicht die Ult. Ich weiß nicht, wie der da hingekommen ist. Oh, yes, yes. Das Game wäre ein Freewin, ja, wenn wir nicht unseren Toplaner hätten. Ein absoluter Freewin. Der schafft es, dieses Game alleine zu verlieren mit einem Toplane-Tank. Das ist legit, das ist schon wirklich schwierig. Sieht ja so viel aus, ne, weil der extrem gefeederter Tank ist halt. Wirft der einfach weg, denn ich habe auch keinen Ult. Ich glaube nicht, dass wir das machen können. Oh? Okay. Ja, der Silas ist actually super am Smurfen, ne? Ja. Schon mal
mal TFT gespielt. Ja, habe ich schon mal. Ein cooles Game. Frustrierend dazu verlieren. Mann, ey. Ich habe gesagt, ich habe ein schlechtes Gefühl bei dem Game. Ich habe es euch gesagt. Oh, ich weiß nicht, was ich machen soll. Das ist so unplayable, ne? Na, eigentlich muss der rumgelaufen sein, einfach der Kissante. Hier oder hier oder so. Der kann nicht über die Wand gesprungen sein. What the fuck, wie stark ist denn bitte Kindred? Naja, das ist, die ist relativ stark und hat relativ viele Marks, ne? Wie viele Marks hatten die? Ah, die hat 6 Marks eigentlich nur. Na, mit Lulu-Buffs und so nehme ich an, das ist ein sehr gefährlicher Hyper-Carry. Nika ist aber auch useless in dem Game? Nö, das stimmt nicht. Wir sollten schnell fighten, solange die nicht gegroupt sind, actually. Also wenn irgendwas geht, dann jetzt. Wir haben 2. Aber der muss ja noch weg, wenn es geht, bitte. Und da kommt Big Boy. Ja, das sieht nicht gut aus, der Fight. Schade, Mann. Das Bild wird jetzt nicht seit Force of Nature total weak. Ja, ich überlege mir auch, wie heilt sich der denn selber? Ich meine, klar, der hat mit E sein Schild, aber hat der irgendeine Fähigkeit, die ihn heilt? Micha Chef ist deiner Meinung nach aktuell underrated? Naja, Kissante zum Beispiel. Weil der halt einfach, die Leute müssen den halt noch lernen. Und viele geben dem einfach gar keine Chance, weil der hat eine schlechte Winrate-Shorter am Anfang, aber. Der ist richtig, richtig gut, der Champ. Das ist irgendwie sehr, sehr rough, das Game, Ich weiß nicht, was ich tue. Also ich kann glaube ich nichts tun, Leider. Jetzt bin ich wieder da. Die haben keine Kindred-Ult, wenn ich mich nicht verguckt habe. Ich habe leider keine Ult, ansonsten könnten wir was probieren, maybe. That's a fucking bullshit, man. Ah, das ist ja crazy, wie broken der Kissante war, das Game. Das ist echt crazy. Ah, der useless damage? Naja, das dürfte er so nicht sagen. Das ist jetzt halt, ich meine, das ist halt, welche Rolle hätte das Kevin können, wenn unsere ganze Topside so behind ist? Ich meine, wir haben es wirklich probiert, wir haben viel gemacht, wir sind rotiert, ich hatte insane Impact im Early Game, aber das ist halt nicht auszugleichen, was da auf der Topside passiert ist. Leider. Und natürlich, das ist halt, ne, das ist halt, also der Jungler ist ultra gefeedet, die Lulu kann den buffen, die Ahri ist weiter ahead gekommen, der Kissante hat insane gespielt. Und ihr könnt halt wenig machen da bisher.